spielt Türkgücü München gegen den SV Meppen. Das Spiel endete 2:0 für Türkgücü. Wir haben zuerst den Gästetrainer Thorsten Frings bei uns und ich würde dich gleich mal um deine Einschätzung bitten. Ja, wir sind natürlich enttäuscht. Ich denke, dass wir uns ordentlich präsentiert haben, dass wir ein gutes Spiel eigentlich gemacht haben. Haben uns ein paar gute Torchancen rausgearbeitet. Da hat dann so ein bisschen die letzte Entschlossenheit gefehlt. Wir wussten, dass Türkgücü unheimlich stark ist im Umschaltspiel. Das haben wir trotzdem ordentlich gemacht. Was wir halt katastrophal gemacht haben, sind halt, wie einfach wir dem Gegner die Tore herschenken durch solche krassen individuellen Fehler. Dann nehmen wir uns dann selber aus dem Spiel und das ist bitter, weil es einfach heute total unnötig war. Nochmal, ich glaube, dass wir uns hier gut präsentiert haben, dass man den Jungs keinen Vorwurf machen kann, dass sie dagegen gehalten hat, läuferisch und auch spielerisch war das teilweise okay. Aber nochmal, wenn du dem Gegner die Tore schenkst, dann ist es unheimlich schwer, dann auch Spiele zu gewinnen. Danke. Vielen Dank. Dann zu den Fragen Dieter Krämer, bitte. Ja, hallo Thorsten. Hi Dieter, grüß dich. Du hast gerade bei den Kollegen von Magenta über von Lässigkeit gesprochen vor dem 1:0. Ja, in eurer Situation ist das natürlich nicht angemessen. Worauf führst du das zurück, dass Gigi diesen Ball dann nicht einfach kompromisslos klärt? Weiß ich nicht, Dieter, kann ich dir nicht sagen. Das habe ich den Jungs auch gerade gesagt. Gerade dann in der Situation, wo wir stecken, ist halt Kompromisslosigkeit gefragt und keine Lässigkeit. Und es hat anscheinend noch nicht jeder Spieler kapiert, dass es um sehr viel geht bei uns. Und das habe ich gerade auch nochmal den Jungs im Kreis gesagt, dass die Jungs endlich aufwachen müssen, dass es um sehr viel geht und dass wir uns solche Fehler, solche eklatanten Fehler, die uns Punkte kosten. Und das ist heute der Hauptgrund gewesen. Nochmal, ich glaube, die Jungs haben das ganz gut gemacht, haben sich Täuschungs rausgearbeitet, aber wenn du dem Gegner solche Tore hinschenkst, dann ist es halt schwer, Spiele zu gewinnen. Ja, ihr habt auch vorne sehr gute Möglichkeiten gehabt, wo vielleicht auch ein bisschen das Quäntchen Entschlossenheit gefehlt hat. Also kann man sicherlich nicht sagen, dass ihr nur hinten das Spiel heute verloren habt, sondern nach vorne einfach zu wenig aus den Möglichkeiten gemacht habt, oder? Ja, das ist ja so ein Problem, was uns die ganze Zeit schon begleitet, dass wir uns eigentlich immer gute Chancen rausspielen und dann die Dinge einfach nicht machen. Wenn ich einmal mal Pech gehabt, da rettet ein Spieler von München auf der Linie. Gut, natürlich wünschen wir uns da Entschlossenheit, dass da einer ist, der das Tor hundertprozentig machen will. Aber was will man machen? Also wir arbeiten uns Chancen raus und den Rest müssen die Jungs dann selber machen. Ihr habt ohnehin schon eine personell angespannte Situation. Jetzt musste Putti heute verletzt raus, ich glaube Oberschenkel. Flo Jäger hat die 5. gelbe Karte gesehen. Wie zuversichtlich bist du, dass Yannick Osei und Willi Evsejew nächste Woche im Montagsspiel wieder zur Verfügung stehen können? Ja, hast du recht. Uns fehlen, heute haben uns auch wichtige Spieler gefehlt. Ich glaube, das hat man auch gesehen. Trotzdem, ich hoffe, dass wir sie wieder hinkriegen. Bei Yannick Osei war es jetzt schon sehr knapp. Da bin ich guter Hoffnung. Beim Willi muss man einfach jetzt abwarten, wie schnell er sich da von der Verletzung erholt. Er ist ein bisschen angeschlagen gewesen und müssen wir gucken, dass wir ihn wieder hinkriegen. Aber wie gesagt, ich habe es auch bei Magenta schon gesagt, wir brauchen jetzt nicht jammern. Die Situation, diese personelle Situation ist, wie sie ist. Und ich habe das auch eben schon gesagt, das ist gleichzeitig aber auch eine Chance für die Spieler, die hinten dran waren, die immer unruhig sind und immer bei mir im Büro sitzen nach 2-3 Spielen, warum sie nicht ihre Chance bekommen. Jetzt bekommen sie ihre Chancen und jetzt sind gerade diese Spieler auch, diese Spieler sind jetzt gefragt und diese Spieler müssen jetzt eben auch abliefern. Ihr spielt jetzt gegen zwei Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel oder Torverhältnis, das sieht auch nicht besonders gut aus. Wie gefährlich schätzt du die Situation jetzt ein, 8 Spiele vor Schluss? Ja, die Situation ist schon die ganze Zeit gefährlich. Gerade auch, weil wir es eben nicht schaffen, diese Konstanz mal hinzulegen, dass wir eben mal eine Serie schaffen, 3, 4, 5 Spiele hintereinander mal ohne Niederlage. So weit sind wir nicht. Und heute haben wir, denke ich, ein ordentliches Spiel gemacht, wo du absolut nicht verlieren musst. Und umso schlimmer ist es, dass wir hier mit leeren Händen wegfahren.
auch mit dem Wissen, dass wir jetzt zwei Brocken vor uns haben. Aber wir haben auch schon öfter bewiesen, dass wir solche Brocken eben auch schlagen können. Ja, abschließende Frage, Thorsten. Die Fans haben jetzt emslandweit Plakate aufgehängt und euch nochmal Zuspruch gegeben. Was habt ihr davon mitbekommen und wie fasst ihr innerhalb des Teams diese Aktion auf? Ja, das ist, ich glaube, das kann man mit Worten gar nicht beschreiben, wie geil diese Aktion war. Und das haben wir auch thematisiert in der Mannschaftsbesprechung. Wir haben auch Kontakt gehabt zu den Ultras zum Beispiel und die uns eben auch nochmal Mut zugesprochen haben, dass die alle hinter uns stehen. Und ja, das kann man gar nicht beschreiben, wie toll diese Aktion ist und wie wertvoll das für uns ist. Und es ist gut zu wissen, dass die Jungs mit allem, was sie haben, hinter uns stehen. Aber wir müssen natürlich auch liefern und das wissen wir auch. Und Montag ist die nächste Chance, Punkte zu holen. Und da werden wir dann wieder alles dafür tun, die Punkte dann in Meppen zu lassen. Ja, vielen Dank, Thorsten. Von meiner Seite war es das. Gute Einfahrt. Ne? Ja, danke dir. Ja, dir auch. Und begrüßen unseren Cheftrainer Serdar Dayat. Dein Fazit zum Spiel, bitte. Ja, ich muss erstmal der Mannschaft meine Gratulationswünsche aussprechen wegen den drei Punkten. Die drei Punkte haben wir sehr, sehr gut gebraucht. Nach zwei gewonnenen Spielen im Ligapokal wollten wir einfach so weitermachen, wo wir gegen 60 aufgehört haben. Die ersten 10, 15 Minuten waren wir nicht richtig am Platz, waren wir nicht, auch nicht richtig im Spiel, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber ab der 15., 17. Minute sind wir besser ins Spiel gekommen. Nach dem ersten Tor waren wir dann besser am Platz. Wir haben gegen den Ball richtig gut gearbeitet oder wir waren kompakter und aus der Kompaktheit, aus der guten Defensive wollten wir natürlich auf unsere Konterchancen lauern. Das haben wir auch sehr gut gemacht die erste Halbzeit. Haben unsere zwei Tore auch so dadurch kassiert. Okay, das erste Tor war mehr auf Konter abgeschnitten als das zweite. Und bevor wir natürlich rausgegangen sind, die zweite Halbzeit angegangen sind, haben wir natürlich in der Kabine angesprochen, dass das nicht dasselbe gegen Duisburg uns auch nicht passiert hier, dass wir von einer 2-0-Führung rauskommen und gleich die ersten 60 Minuten bei uns scheppert. Dann waren wir auch sehr gut eingestellt, die Mannschaft hat sich sehr gut auch gefasst, auch sehr gut verkauft, die zweite Halbzeit waren wir auch kompakter, natürlich dann wollte auch der Gegner natürlich mehr am Spielanteil haben, mehr im Ballbesitz sein und mehr seine Chancen herausspielen, aber wir haben die Räume sehr gut zugemacht, wir haben alles zugestellt, wir sind wieder auch sehr gut mit 2, 3, 4 Stationen, sage ich mal, nach vorne gegangen, haben auch unsere Chancen gehabt, wenn ich ehrlich bin, aber zum Schluss, zweite Halbzeit, haben wir besser gestanden, haben wir besser verteidigt, haben wir das Spiel auch 2-0 gewonnen. Jetzt muss man weiter schauen, was wir gegen Saarbrücken machen am Samstag, nächsten Samstag. Und wir haben noch 8 Spiele zu bestreiten. Ich hoffe, dass wir am Ende der Saison da sind, wo wir sein sollen normalerweise. Vielen Dank dir. Dann zu den Fragen. Ulrich Mentrup, bitte. Du bist nicht zu hören gerade. Ja, jetzt besser? Ja, jetzt kann man sie hören, ja. Wunderbar, sorry. Kein Problem. Erstmal Glückwunsch zum Sieg natürlich. Dankeschön. Ihre Mannschaft hat bis zum Tor nicht ganz so gut gestanden, hatte bei einigen Mettener Torchancen Glück. Wie schätzen Sie ein, was wäre möglich gewesen für die Mettener bei einem Rückstand? Ja, Münchner. Ja, das ist so, wenn wir in Rückstand geraten wären, wären wir vielleicht schneller wach geworden, also wenn ich das richtig anspreche. Und dann wären sie vielleicht, dann hätten sie auch besser gespielt, weil wir brauchen diese, wie sagt man, Schüttelfrost, glaube ich, damit wir wirklich wach werden. Deswegen habe ich da auch mal gesagt, die ersten 10, 15 Minuten haben wir verschlafen, sind wir nicht gut ins Spiel gekommen. Nach dem Tor haben wir mehr Anteil im Spiel gehabt. Wir haben auch erste Halbzeit unsere Chancen gehabt, mit Röse haben wir unsere Chance gehabt, mit Sergian nochmal einer. Und das ist so, wenn sie die ersten 10, 15, die ersten Bälle nicht gewinnen, die ersten Pässe kommen nicht an, die ersten Zweikämpfe werden nicht gewonnen, dann starten sie sowieso nicht ins Spiel gut oder so gut, wie sie sich das vorstellen. Aber dieser Rückstand war nicht da, dann haben wir uns natürlich zusammengefasst, dann haben wir uns besser im Spiel gefunden, dann haben wir natürlich unseren Druck nach vorne gemacht, das Tor gemacht, das zweite Tor gemacht. Und zweite Halbzeit waren wir noch tiefer gestanden, das haben wir auch gewusst, dass der Gegner natürlich mehr kommen möchte. Und wir haben unseren Konterchancen herausgespielt. Okay, zweite Halbzeit haben wir kein Tor machen können, aber haben wir auch herausspielen können. Aber 2-0 war gut angemessen und die drei Punkte haben uns gehört dieses Mal. Und das freut mich auch für die Mannschaft.
Und für mich selbst natürlich auch. Dankeschön, das war's von meiner Seite. Okay, vielen Dank. Dann Dieter Krämer, bitte. Genau, ich habe noch eine kurze Frage zu den beiden Toren, Herr Dayat. Die sind ja im Prinzip ähnlich entstanden, dadurch, dass Sie auf die linke Seite des SV Meppen Druck ausgeübt haben. Ja. War das ein bewusstes Mittel, was Sie im Vorfeld angesprochen haben, weil Sie da eine Schwachstelle erkannt haben? Ja. Oder ist das aus dem Spiel heraus entstanden? Nein, das war schon so geplant. Wir haben eine richtige Analyse gemacht, auch gegen Meppen, auch gegen 60, auch letzten Dienstag. Und das war unsere Vorgabe für uns, Sergen Sararer, dass die linken Seiten schwache Stellen sind, bei Meppen auch bei 60. Und so sind wir auch nach vorne gegangen und haben auch von dieser Seite aus unser Tor herausgespielt. Okay, vielen Dank. Danke auch. Zwei Nachrichten kamen noch mit jeweils einer Frage. Ist man erleichtert nach dem ersten Sieg in der Liga? Ja, das ist man. Das glaube ich. Dankeschön. Und das dritte Mal zu null, gibt es da noch ein extra Kompliment an die Defensive? Ja, ich meine, ich möchte meine Kompliment sowieso für Enrene und für die erste Viererkette, für Sorge, für Kusic, für Fischer und für Maxim Abuja aussprechen, aber davon natürlich Ünal und er hat mal einen sehr guten Job. Aber das ist immer gut für die Viererkette und für den Torhüter, wenn die gegen zu null spielen. Und das freut mich für die hintere Mannschaft, für die Mannschaft genauso, dass wir keine Tore, Gegentore kassiert haben. Und das werden wir natürlich gegen Saarbrücken auch ausnutzen. Auch hoffe, dass wir auch gegen null gegen Saarbrücken spielen. Dann, wenn es keine weiteren Fragen gibt, bedanke ich mich bei den Medienvertretern. Vielen Dank, Serdar. Ich danke euch auch. Und